erste freiheitliche, also FPÖ-Vizebürgermeister der Zweiten Republik, und das ist wirklich was Großartiges. Ja. Die Freiheitlichen sind stolz auf das neue Amt. Es ist ein Symbol, aber in der Praxis eben auch nicht mehr als das. Der Titel verrät schon, dass ein nicht amtsführender Vizebürgermeister wenig zu tun hat. Es ist natürlich absurd und eine Art Treppenwitz der Geschichte, dass die Freiheitlichen jetzt noch mehr dieser Posten erben, die eigentlich Titel ohne Mittel sind und nicht wirklich irgendeine Funktion ausüben. Und das gegengeschnitten mit der freiheitlichen Position natürlich wirklich eine Skurrilität abgibt. Johann Gudenus will das Amt aber mit Leben anfüllen, kündigt er an. Es ist kein Amt ohne Macht, sondern ich sitze mit Stimmrecht im Stadtsenat. Ich will daraus aber noch mehr machen. Ich will ein Ombudsmann sein für die Bürger in Wien, die teilweise auch unter die Räder gekommen sind, schlecht behandelt wurden. Das hätte Gudenus auch ohne den Titel Vizebürgermeister anbieten können, sagt der Politikberater. Nicht amtsführende Posten hat es jedenfalls bisher auch schon gegeben. Die FPÖ hatte 3 solcher Stadträte, die ÖVP einen. Jetzt geht es eben eine Stufe höher, aber weiterhin ohne Zuständigkeitsbereich. Gudenus will zwar ein Ressort beim Bürgermeister einfordern, die Chance auf Erfolg ist aber gering. Auch egal. Mir vorzuwerfen, ich hätte kein Ressort. Erfunden haben wir die Verfassung in Wien nicht. Das haben andere gemacht. Tatsächlich gewinnt die FPÖ wichtige Kontrollinstrumente. Die Blauen können jetzt eigenständig Untersuchungsausschüsse einberufen, Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen. Und vor allem die Sperrminorität, wenn es um Verfassungsgesetze angeht. Jetzt mit mehr als einem Drittel der Mandate im Landtag kann man natürlich auch Druck ausüben und kann man ohne die FPÖ keine Verfassungsgesetze mehr beschließen. Wirklich geändert haben sich also die Kontrollfähigkeit der Freiheitlichen und ein Türschild.